Moin Leute, was geht? Hier ist wieder der Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr drei Midas-Herausforderungen lösen könnt, die alle was mit Handlangern zu tun haben, Leute. Die Herausforderungen erscheinen heute, ich glaube gegen 15 Uhr war das, oder gegen 16 Uhr. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, wie das geht, Leute. Wir sehen uns in-game. So Leute, angekommen im Spiel, zeige ich euch, wie ihr die drei Herausforderungen lösen könnt. Und zwar bin ich hierzu bei der Spionagebase neben Steamy Stacks gelandet. Dort habt ihr eigentlich eure Ruhe, weil da nicht so viele Gegner landen. Ja, ich zeige euch jetzt, wie die Aufgaben gehen, Leute. Als erstes schnappt euch eine Waffe. Ich nehme direkt die unterm Helikopter. Da ist eine Chest. So, dann schnappe ich mir die AR und gehe direkt zum Handlanger. Die allererste Mission ist, Leute, ihr müsst diese verwirrten Handlanger töten. Wie sieht ein verwirrter Handlanger aus, Leute? Das zeige ich euch jetzt. Einen verwirrten Handlanger erkennt ihr an dem Fragezeichen über dem Kopf. Den tötet ihr einfach und schon habt ihr die erste Herausforderung abgeschlossen. Die zweite Herausforderung hättet ihr auch eigentlich hinterher abschließen können, direkt danach, aber ich zeige euch das nochmal separat. Dafür braucht ihr einfach noch einen neuen Handlanger, den ihr töten müsst. Wie gesagt, Leute, diese Ort ist eigentlich extrem praktisch. Weil hier ist das wirklich ruhig, hier landen kaum Gegner. So, für die zweite Aufgabe müsst ihr einen Handlanger töten, Leute. Und nachdem ihr den getötet habt, müsst ihr innerhalb von 10 Sekunden tanzen. Einfach einen Emote auswählen und ja, das war's auch schon. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Challenge, die ihr jetzt einfach so kurz nebenbei machen könnt. Und zwar müsst ihr einen Handlanger mit einer legendären oder einer Bosswaffe töten. Ja Leute, das erklärt sich von selbst, das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Ihr braucht einfach eine legendäre Waffe oder ihr geht zum Beispiel nach Grotto oder nach Shark und tötet halt den Boss und nimmt deren Waffe und ja, tötet einen Handlanger. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Falls ja, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.